Servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Also mir ist 19 hier von der Ellerbach, vom Hof von Anniken. Und heute widmen wir uns mal diesem schönen Corona-Teil mit unserem MB-Truck 1100 Intercooler, glaube ich ist das, oder? Ja. Ja. Und dann legen wir gleich mal los. Mit welchem Gang bist du gefahren immer? Also ich bin jetzt entweder erste Übersetzung 2. Dritter oder zweiter, nee, zweiter Gang, erste Übersetzung. Das sind 5 Kammer. Ja, okay, dann war es glaube ich der dritte. Oder zweite Übersetzung, zweiter oder vierter? Nee, ich glaub, zweiter. Nee, vierter. Hab schon. Doch. Ich war im erste Übersetzung vierter. Oh oh. Ah, Handbremse. Ich dachte mir schon, wäre jetzt gleich vorbei gewesen. Und? Grober runterlassen, wie lange dessen du fährst, weil ja, sonst... Ja, hab ich doch gemerkt. Kommst du nicht vom Fleck. So, jetzt geht's auf. Gleich mal rein in den Berg. Wir haben aber auch jetzt echt schon einiges an sich an Mist weg. Oder es geht gut was weg. Aber zweite Übersetzung, erster Gang kommt eigentlich überall hoch. Mit 7 km/h. Ja, aber Glück hast, kannst du da auch einen zweiten schalten. Ja, habe ich gerade. Dann zieht da manchmal auch die 12 mit. Der Weidemann ist echt wichtig an für sich. Ja. Ich meine, wir hätten jetzt auch noch einen Fendt, der wäre auch. Oder ein IAC. Oder ein IAC, also ohne Weidemann wird theoretisch schon für sich gehen. Aber es ist halt jetzt, was das Ballenstapel angeht, nicht so geil in dem Engling. Ja. Aber so sieht er eigentlich ganz gut. Also ich könnte mich nicht beschweren. Hast du dir jetzt die andere Flegelschaufel gekauft oder nicht? Weil mit der bist du ewig beschäftigt. Ich mach das jetzt gerade durchgehend mit der, aber eigentlich habe ich sie ja schon gekauft. Ich weiß nicht, wo du die hin hast. Keine Ahnung. Schau nochmal. Ja, gekauft ist sie, nur ich weiß nicht, wo du sie hin hast. Achso, du meinst die Großraumschaufel, die steht bei der Kuh. Beim Kuhbeinzaun. Achso, ja, okay, da. Ja, nee, ich würde sagen, dann kaufen wir die andere ist schon Mistgabel. Ja. Obwohl ich müsste jetzt schon oben bleiben, wenn ich sehe. Ja, kann man eigentlich kaufen. Schadet schon nicht. Gleich ein größeres Problem. Schlecht. Oder halt so eine von CSZ. Keine Ahnung, ich würde die von Fliegen kaufen. Weil die vom Fliegen ist eigentlich ziemlich geil. Auch mit roten Zinken. Ach Gott, jetzt hat die sich schon umgeworfen, direkt nach dem Zurücksetzen. Oder nach dem Kaufen. Aber die andere Großraumschaufel ist eigentlich ganz geil, weil die halt schon klein ist. Ne? Zum Schall ausmisten oder so, ziemlich gut. Mann. Ist das scheiß Ding ja auch noch umgeflogen. Da kommst du echt nicht mehr aufgestellt.
jetzt. Cool. Jetzt habe ich sie wieder umgeworfen. Ich bekomme auch. So, gut. Weiter geht's. Jo, ja, die ist auch echt besser für sich. Ja, schon allein von der Kapazität. Ja, und auch von der Breite ist die wirklich wesentlich angenehmer. Aber solange du mit einem Reifen nicht in das Gegröberte reinfährst, geht's eigentlich nicht mehr ziehen. Ja, solange du nicht einmal feststeckst. Aber sobald du einmal feststeckst, musst du echt komplett wieder neu ansetzen. Ja, ja. Musst du 10 Meter zurückfahren, dann mit Vollgas dran. Da ist halt Head-Tracking so geil, weil ich durch das kleine Fenster unten gucken kann, ob ich im gegrubberten fahre oder nicht. Geil. Mir halt immer im Moment noch nicht. Aber die Fans passen halt eigentlich schon wirklich sehr, sehr gut auf den Hof. Ja. Wobei so ein Johnny auch nicht schlecht wäre. Ja. Aber. Oh oh. Passt nicht. Ich steck fest. Ihr halt seht schon dir, Weidemann und dann ganz viele Fans. Nee. Nee. Wir könnten eigentlich eher. Ohne Scherz, wir könnten eigentlich uns eher auf Fendt spezialisieren. Irgendwann noch so einen alten Mario holen. Nee, ich will kein Mario fahren, das ist langweilig. Ja. Ja, nee, ist generell nicht so gut, weil dann fährst du wieder viel zu schnell. Da holen wir uns lieber einen 1300er im B-Track. Oder einen 1500er. Ja. Den muss ich noch schnell schön umbauen. Mouse-Control hat er schon. RLT hat er auch. Braucht man nur noch einen geilen Sound und dann läuft das. Das ist nett. Hier, ah, Handbremse. Ich mach grad eben. Hey, als ob der das nicht wegzieht. Hast du da auch Breitreifen drauf? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Also, den können wir auf jeden Fall auch zum Ackern verwenden. Wir brauchen eh zwei für die Sämaschine. Nee. Wie denn? Wir wollen zwei Kombis holen? Hätte ich schon gesagt. Zwei Kombis? Weil ich fahre. Weil einer muss wahrscheinlich eh noch beim anderen ansehen. Also der meiste wahrscheinlich dann. Ja, der meiste, der hat noch Zeit, da muss man noch warten. Ja, stimmt. Upsala. Wenn wir jetzt morgen die erste ansehen, dann können wir meist erst übermorgen. Ja, dann gucken wir einfach echt nach zwei Dingen vielleicht. Weil ich fahre eh mit GPS und Drivelaner. Ja, GPS wahrscheinlich, oder? Ja. Eigentlich wäre es besser. Ja, auch wäre auf jeden Fall besser für den Fahrgast halt. Ne, ich steck noch nicht fest. Noch nicht. In welchem Gang fährst du Mist? Mit dem Fett hier? Also ich fahre mit der 15 km/h Übersetzung. Das müsste die mittlere Gruppe sein im zweiten Gang. Mittlere Gruppe, zweiter Gang. 15 km/h Übersetzung? Ja. Es gibt nur zwei Gruppen. Ja, dann die kleinere. Und da müsste es irgendwo einen 15 km/h Gang geben. Vierter. Oder ja. So. Obwohl eigentlich der 17 km/h Gang auch nicht schlecht ist. Der müsste Spreller schafft aber nur 14, glaube ich. Und dann nehme ich den 17er. Dann ist das von der Drehzahl nicht so hoch, das ist gut. Oh, da habe ich was stehen gelassen.
Der ist aber schon geil, der Fendt. Muss man aber echt sagen, der ist schon echt richtig schön. Moin! Ja, hallo! Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon wieder dabei? 10 Minuten. Einmal Runde fahren, einmal noch. Du kannst auch noch einmal runter und einmal hoch. Meine ja. Jetzt mache ich gleich einen Livestream und den nenne ich dann Grubber mit Corona. Grubber mit Corona. Kein Clickbait. Hat der Baum eine ziemlich große Collie? Ja, aber er ist schon geil. Naja, das habe ich schon recht. Du musst wirklich echt nur noch den Ding umbauen, den Sound. Dann ist er echt nur 10 von 10 an für sich. Das einzigste, wo halt der MB-Trakt fliegt, ist das Grubbern und das Mähen. Ja. Aber sonst kommen wir mit allen anderen Schleppern eigentlich. Mit dem hier. Schaffen wir mit dem eigentlich den Rest. Ja, Pflügen braucht man auch für den Betrag. Ja, wir haben ja zwei Pflüge. Ja, ja, aber einer muss mindestens seinen Betrag ziehen. Ja, ja. Ja, den Vierschar, den großen halt, den großen vierten. Wir haben einen kleinen großen. Wobei, Film. Wir könnten, glaube ich, für den Fan, den du gerade fährst, auch den Vierschar kaufen. Ah. Der hat kein Frontgewicht. Hat aber eine Fronthydraulik. Echt? Ja. Achso, ja, dann geht es natürlich. Also von den PS-Zahlen her wird er einen locker schaffen. Ah ja. Ja, und der ist ja auch relativ massiv gebaut. Der ja, schafft ja. Mehr. Er schafft eh mehr als eingetragen ist. Weil. Guck dir das Ding mal an, das schießt dann für sich. Und wenn nicht, dann bauen wir. Wenn nicht, dann bauen wir halt noch ein bisschen um. Das gucken wir. So, aber ich würde sagen, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder Livestream wieder. Und bis dahin, ciao.